Wie auch zur Knotenregel soll es für die Maschenregel mal ein, zwei kleine Übungen geben, um so ein bisschen reinzukommen. Was haben wir hier vorliegen? Wir haben hier eine Spannungsquelle. Die Spannungsquelle liefert 10 Volt. Der Spannungspfeil ist vorgegeben. Wir haben des Weiteren drei Widerstände. Und auch an den Widerständen sind die Spannungspfeile schon vorgegeben. Und die Spannungen an zwei der drei Widerstände sind uns bekannt. Beide betragen 3 Volt. Was wir jetzt hier noch suchen, ist die Spannung am Widerstand R3, deswegen gesucht UR3. Ihr merkt das, nur meine Konvention ist immer, Spannung an einem Widerstand ist U für Spannung mit einem Index, R3 für den Widerstand R3. Wie gehen wir jetzt vor? Naja, wir sehen vielleicht, dass wir hier einen Maschenumlauf machen können, und zwar tatsächlich über alle drei Widerstände drüber. Und jetzt ist die Frage wieder, wo fängt man an? Und das ist wieder eine Frage, die man gar nicht stellen braucht, weil man kann sich einen Punkt aussuchen. Ich kann euch nicht erklären, warum ich immer unten links anfange. Das ist aber eher so mein persönlicher Spiel. Das müsst ihr nicht so machen. Ich würde jetzt anfangen und hier unten starten. Es ist die Frage, laufen wir in Uhrzeigerrichtung oder laufen wir entgegen Uhrzeigerrichtung? Und da entscheide ich mich jetzt mal dafür, entgegen der Uhrzeigerrichtung zu laufen. Das heißt so rum. Also wir starten hier unten an dem Punkt, laufen die Leitung lang, hier passiert erstmal nichts. Es ist ja kein Bauteil da, jetzt sind wir an diesem Punkt hier und das erste, was wir jetzt tun, ist, wir laufen entgegen der Pfeilrichtung unserer unbekannten Spannung UR3. Das heißt, das ist das erste, was in unserer Gleichung auftaucht zum Aufstellen der Knotengleichung, und im ersten Schritt laufen wir entgegen der Pfeilrichtung, deswegen müssen wir zunächst mal subtrahieren. Also wir starten auf jeden Fall mit einem Minuszeichen, weil wir entgegen der Fallrichtung laufen. Und zwar entgegen der Fallrichtung von UR3. Also schon mal minus UR3. Jetzt sind wir an diesem Punkt hier. Müssen jetzt also weiter nach oben laufen, über R2 und damit entgegen der Fallrichtung von UR2. Also subtrahieren wir auch UR2. Damit sind wir an diesem Punkt hier oben, laufen jetzt entgegen der Pfeilrichtung von UR1, ziehen also UR1 auch noch ab. Jetzt sind wir hier oben, laufen hier weiter die Leitung lang, hier passiert nichts und jetzt sind wir an diesem Punkt und laufen jetzt über die Spannungsquelle drüber, und zwar mit deren Pfeilrichtung. Da wir mit der Pfeilrichtung laufen, müssen wir jetzt entsprechend die Spannung U0 bzw. dann hinterher die 10 Volt addieren. Aber erstmal plus U0, um das Ganze als Formelzeichen hinzuschreiben. Ja, und die Maschengleichung sagt jetzt, du bist einmal rumgelaufen, hier bist du gestartet, erst da lang, dann da lang, dann da lang, dann hier runter. Und jetzt bist du wieder am Ursprungspunkt. Und da muss dann entsprechend der Maschengleichung 0 rauskommen. Das heißt, das hier ist gleich 0. Und jetzt kann man wieder sehen, warum das schön einfach ist. Wir kennen UR2, wir kennen UR1 und wir kennen U0. Und nur UR3 suchen wir. Das heißt, wir können jetzt diese Gleichung erstmal nach UR3 umstellen. Das können wir relativ einfach tun, indem wir UR3 addieren. Plus UR3. Denn wenn wir das machen, verschwindet es auf dieser Seite. Und wir haben im nächsten Schritt auf der rechten Seite UR3, die gesuchte Größe. Und auf der linken Seite stehen noch minus UR2. Ach, ich mache es geordnet darunter. Sieht besser aus. So, minus UR2. Minus UR1. Plus U0. Und jetzt können wir die Werte einsetzen. Dann haben wir UR3 ist gleich. Ja, was war UR2? UR2 waren 3 Volt, also steht hier minus 3 Volt. Was war UR1? Das waren auch 3 Volt, also steht hier minus 3 Volt. Und was war U0? U0 waren 10 Volt, also steht hier plus 10 Volt. So, minus 3, minus 3 sind minus 6. Plus 10 sind 10 minus 6, 4 Volt bleiben übrig für UR3.
Und das war auch schon die Anwendung der Maschenregel. Das heißt, wir konnten auf diese Art und Weise ausrechnen, dass an R3 4 Volt abfallen müssen.